Astrophysiker sind angesichts dieser Daten absolut ratlos und sagen, das Universum stirbt. Müssen wir unsere Annahmen über den Kosmos komplett über den Haufen werfen? Das erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr eine kosmische Identitätskrise haben wollt. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Ich werfe euch direkt mal eine unglaubliche Zahl an den Kopf. 4 mal 10 hoch 84. Ausgeschrieben sieht das so aus. 4 Billionen, 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 Billionen. Wenn ihr auch so eine Mathephobie habt wie ich, dann sorgen solche Zahlen bei euch vermutlich für so ein bisschen Beunruhigung. Es handelt sich um die Anzahl aller Photonen im gesamten Universum. Photonen sind die Teilchen des Lichts. Und diese Gesamtzahl der kosmischen Photonen gibt uns also Auskunft darüber, wie viel Licht die Sterne des Universums insgesamt abgestrahlt haben. Diese Zahl klingt gigantisch, aber bei der immensen Größe des Universums bietet all dieses Licht ungefähr so viel Erhellung wie eine 60 Watt Glühbirne aus 4 Kilometern Entfernung. Soweit, so gut. Aber da werden jetzt einige von euch sagen, was erzählt der komische Mann aus dem Internet mir da? Also immer der Reihe nach. Seit dem Jahre 2008 untersucht das Fermi Gamma Ray Weltraumteleskop den Weltraum im Gamma-Bereich. Im Gamma-Bereich können wir insbesondere besonders heftige, energiereiche kosmische Prozesse wie Supernovae oder die Kollision von Sternen beobachten. Anhand der über die Jahre gesammelten Daten des Fermi-Weltraumteleskops konnte ein Team von Astronomen der Clemson University in den USA die Anzahl aller Photonen des gesamten Universums ausrechnen. Ich weiß, klingt unglaublich. Wie lange muss es dauern, sowas zu zählen? Ein Photon, zwei Photonen, drei Photonen. Eine Ewigkeit später. 40.501 Photonen, 40.502 Photonen, okay, keine Lust mehr. In Wahrheit mussten die Forscher natürlich nicht jedes Photon einzeln zählen. Stattdessen funktioniert das Ganze so. Astronomen starten erstmal mit der Schätzung der Größe des sichtbaren Universums. Ein mehrdimensionaler Raum mit einem Durchmesser von mehreren Milliarden Lichtjahren, der mindestens 1 bis 2 Billionen Galaxien und 1 Billion Billion Sterne enthält. Die meisten dieser Sterne und Galaxien sind viel zu weit entfernt und zu schwach, um sie selbst mit den besten Teleskopen wie James Webb detailliert analysieren zu können. Aber das spielt keine Rolle, denn die gesamte Energie, die jemals von allen Sternen des Kosmos abgestrahlt wurde, ist immer noch da und füllt das Universum mit einer Art Nebel, einem Meer von Photonen, das als extragalaktisches Hintergrundlicht bekannt ist. Wir schwimmen also permanent in einem Ozean aus all dem Sternenlicht, das es jemals gab. Wie poetisch! Und dieses extragalaktische Hintergrundlicht hat es in sich, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in diesem diffusen Lichtabdruck ist die gesamte Geschichte der Geburt und des Todes von Sternen im Universum geschrieben, von seinen Anfängen vor 13,8 Milliarden Jahren bis heute. So ein bisschen wie ein uralter Baum, in dessen Maserung wir die Einflüsse seit Anbeginn der Zeit ablesen können. Deshalb war das extragalaktische Hintergrundlicht das perfekte Beobachtungsobjekt für die Astronomen der Clemson University und das Fermi-Teleskop. Um noch genauere Informationen über die Entwicklung von gesamtkosmischen Photonen zu erhalten, haben sie auch den Einfluss sogenannter Blazare untersucht. Was ist ein Blazar? Ein Blazar ist eine Unterart eines Quasar. Tolle Erklärung, Tim. Hier eine bessere Erklärung. In einigen Galaxien geht in ihrem Zentrum wirklich die Post ab. Dort befinden sich supermassive schwarze Löcher, die in einer gewaltigen Akkretionsscheibe Material herumwirbeln. Es entsteht derart viel Energie, dass diese in heftigen Ausbrüchen fortgeschleudert wird. Solche hyperaktiven schwarzen Löcher, also solche aktiven Galaxienkerne, nennt man Quasar. Und es gibt Quasare, deren Energieausbrüche genau in Richtung Erde zeigen. Als würde irgendein kosmischer Witzbold aus tausenden Lichtjahren Entfernung andauernd mit seinem Laserpointer an euer Fenster reinleuchten oder so. Solche Quasare, deren Energieausbrüche in Richtung Erde erfolgen, nennt man Blazare. Und die Energieausbrüche der Blazare hinterlassen deutliche Spuren im extragalaktischen Hintergrundlicht. Um zu unserem Baumbeispiel zurückzukehren, das ist so, als könnte man überall im Querschnitt des Baums deutliche Macken sehen, die von heftigen singulären Ereignissen herrühren. Vaidehi Palia, Leiterin der Studie, sagt, mit Hilfe von Blazaren haben wir das gesamte Sternenlicht in verschiedenen Zeiträumen gemessen. Wir haben das gesamte Sternenlicht jeder Epoche gemessen, vor 1 Milliarde Jahren, vor 2 Milliarden Jahren, vor 6 Milliarden Jahren und so weiter, bis zurück zur ersten Sternentstehung. Durch die Analyse
Analyse des extragalaktischen Hintergrundlichts und der Stärke der Blazar-Ausbrüche über die Jahre Milliarden hinweg konnten die Astronomen also ein sehr akkurates Bild der Photonenzahl und damit der Sternentstehung im Kosmos über die komplette Zeitspanne seiner Existenz hinweg erstellen. Anders gesagt, die Forscher wissen nun, wann, wie viele Sterne im Kosmos entstanden sind und wie viel Licht dabei jeweils abgestrahlt wurde. Und jetzt die deprimierende Nachricht, der Kosmos stirbt. Ich bin so traurig, dass du von uns gehst, Kosmos. Übrigens, wen hast du im Testament eingetragen? Die Astronomen konnten aus den Ergebnissen ablesen, dass die Sternentstehung absolut auf dem absteigenden Ast ist. Die Rate von neu entstehenden Sternen erreichte wohl schon vor Milliarden Jahren ihren Höhepunkt und seitdem werden im gesamten Kosmos immer weniger neue Sterne geboren. In der Milchstraße zum Beispiel entstehen pro Jahr, jetzt haltet euch fest, nur 7 neue Sterne. In der gesamten Galaxis, bestehend aus 100 Milliarden Sonnen, entstehen jährlich nur 7 neue Sterne. Das ist ungefähr so schlecht wie die Geburtenrate in Deutschland. Warum die Sternentstehung so sehr im Verfall begriffen ist und das Universum von seinen aktiven jungen Jahren in den Herbst seines Lebens übergegangen ist, ist für die Forscher ein großes Rätsel. Natürlich gab es vor Milliarden Jahren noch viel mehr kosmisches Material, also vor allem gigantische Wasserstoffwolken, aus denen neue Babysterne entstehen konnten. Und jetzt, wo es eben schon sehr viele Sterne gibt, mangelt es einfach ein wenig an Produktionsmaterial. Aber das alleine reicht nicht als Erklärung für die so überraschend niedrige Sternentstehungsrate. Mich würden mal eure Erklärungsansätze interessieren. Warum entstehen so wenige neue Sterne? Warum liegt das Universum im Sterben? Schreibt mir eure besten Ideen gerne in die Kommentare. Ich bin super gespannt und versuche auf so viel wie möglich zu antworten. Versprochen. Die Metapher mit dem Sterben des Universums ist übrigens tatsächlich akkurat. Denn der Prozess der Sternentstehung ist letztlich der Prozess, dem wir unser Leben zu verdanken haben. Die Planetenforscherin Dr. Ashley King sagt, fast alle Elemente im menschlichen Körper sind in einem Stern entstanden und viele von ihnen haben mehrere Supernovae überstanden. Eine ganze Reihe verschiedener Sterne haben die Elemente beigesteuert, die wir in unserem eigenen Sonnensystem, auf unserem Planeten und in unserem Körper vorfinden. Es klingt zwar kitschig, aber ihr Leute besteht aus Sternenstaub. Nur unter den extremen Bedingungen innerhalb von Sternen konnten die meisten Elemente überhaupt erst entstehen. Sterne sind also die Schmieden für die Elemente des Lebens. Und nicht zuletzt spenden sie natürlich für Leben essentielles Licht und Wärme. Man kann also definitiv sagen, weniger neue Sterne bedeuten weniger Quellen für neues Leben. Aber nicht traurig sein, das Universum baut zwar rapide ab, die Sternentstehung ist auf dem Allzeittief, aber immerhin ist die weltpolitische Lage entspannt und harmonisch. Ach ja, doch nicht. Ein mächtiges Werkzeug, das uns erlaubt, tief in Raum und Zeit fast bis zum Urknall zu schauen, um noch mehr über die Geheimnisse der Kosmologie herauszufinden, ist das James-Webb-Teleskop. Es kann aber auch Objekte in unserem Sonnensystem beobachten. Und nun hat es Aufnahmen vom Planeten Neptun gemacht und die werden euch wirklich vom Hocker hauen, versprochen. Schaut euch unbedingt mal das angezeigte Video an, um die Aufnahmen zu sehen. Es ist übrigens das erste Video, für das meine Frau Jana das komplette Skript geschrieben hat. Also klickt alle fleißig drauf, um Jana eine Freude zu machen. Danke, Leute. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.